Ja, man muss dazu sagen, ich hatte immer sehr gute Noten in der Schule. Ich musste die Unterschrift nicht fälschen. Die Unterschrift meines Vaters ist auch sehr kunstvoll gewesen. Ich könnte die nicht nachmachen. So. Ich bin sehr unzufrieden mit meiner eigenen Unterschrift, überhaupt mit meiner Handschrift. Ich habe auch den Absprung nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe nicht den Moment, wo ich irgendwann mal gesagt habe, ich denke mir jetzt eine Unterschrift aus. Ich habe im Grunde schreibe ich immer nur meinen Namen, also in Druckbuchstaben. Meine Unterschrift kann man, glaube ich, sehr, sehr leicht nachmachen. Also mir wurde auch oft gesagt, es ist eigentlich ratsam, auf einer Autogrammkarte beispielsweise anders zu unterschreiben wie auf einem Vertrag. Aber ich schreibe einfach auch auf dem Vertrag immer nur meinen Namen. Na klar, logisch. Unterschrift von meiner Mutter. Ich habe auch mal, das habe ich letztens auch in einem Interview erzählt, da waren wir damals mit Knockin' on Heaven's Door vor 100 Jahren in Dresden und da war Til Schweiger angesagt, der den Film gemacht hat. Und der konnte an dem Tag nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und dann haben wir gesagt, wir können da jetzt nicht hingehen, ohne dass Til kommt, sonst reißen die uns den Kopf ab. Ne? Und dann waren wir dann da und dann war es auch so, also Til Schweiger, wo ist der, wo ist der? Und wir so, ja, der ist leider nicht da, tut uns leid. Und dann haben wir gesagt, du, ich kann aber mit seiner Unterschrift unterschreiben, weil ich weiß, wie die geht. Soll ich? Und habe natürlich gesagt, die sagen, hau ab und so. Er sagt, nein, ja, gerne. Und dann haben wir den ganzen Abend mit Jan Josef zusammen, Liefers, haben wir als Til Schweiger unterschrieben. Hat eine ganz einfache Unterschrift, das geht. Ja, und die meiner Mutter auch, natürlich, die eine oder andere Entschuldigung musste natürlich sein. Und dafür haben Sie mich jetzt extra von Hamburg hier runterkommen lassen? Na, schönen Dank auch. Das ist ja, ne, es ist nicht wirklich Schwäbisch. Ich habe es immer gefälschtes Schwäbisch genannt. Ne? Der ist ja eigentlich in Lobau geboren, also im Osten, gesächselt. Und es ist so eine Mischung aus Sächsisch und Schwäbisch eigentlich am Ende. Mir hat Arbeit mit Dialekten schon immer Spaß gemacht. Also ich bin sehr sprachenaffin, mir machen Sprachen Spaß, drehen in verschiedenen Sprachen und auch Dialekte. Nein, ich möchte Sie, das geht bei allem Respekt, aber Sie sind ein Bremsscheibenfabrikant, ich bin ein Kunsthändler. Ich glaube, da können Sie mir schon vertrauen. Also ich habe meinen Beruf immer als einen sehr spielerischen Vorgang betrachtet. Ich gehöre nicht zu den Schauspielern, die sagen, dass sie eine Figur leben oder so, ne? Und dann, weiß ich nicht, mit nach Hause abends ins Bett nehmen und sich psychologisch an ihnen abarbeiten oder so. Nee, ich bin schon jemand, der an einem Filmset das Spiel dann so ernst nimmt, wie es nur irgendwie geht, ne? Und in Anführungsstrichen um mein Leben spielt. Aber ich kann dann auch gut nach Hause gehen und das ablegen. Ja, das hat sich ein bisschen verändert bei mir. Ich habe früher immer gedacht, ich kann es sofort ablegen und wenn der Drehtag vorbei ist, dann bin ich wieder ich selbst. Das stimmt im Grunde nicht so richtig, weil es einen schon beeinflusst, weil man ja auch zum Beispiel nach Drehschluss oder in der Vorbereitung diese Texte lernt und anfängt, in ähnlichen Strukturen zu denken. Das fällt mir zum Beispiel auf, dass mich dann in der Zeit, in der ich mich damit beschäftige, ähnliche Themen bewegen. Weißt du, Felix, was ich sage, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt? Ich sage, ich bin Journalist. Weißt du warum? Nee. Weil ich einer bin. Das ist natürlich so nicht mehr möglich, weil wir damals eine Zeit hatten, wo wir ein Meinungs- und Monopol gehabt haben eigentlich, ne? Ein Informationsmonopol. Und das war sehr eindeutig. Also in der damaligen Zeit haben die Leute einfach geglaubt, was in den Zeitungen steht. Und der Stern war ein hochgradig integeres Nachrichtenmagazin, hochgradig politisch. Und das ist auch so mit der Beginn vielleicht sogar dieser Zeit, wo dieses Vertrauen in diese Medien ins Wanken geraten ist, ne? Wo man zum ersten Mal gesagt hat, wie, die lassen sich so über den Tisch ziehen? Dadurch, dass wir heute in einer Zeit leben, im Gegensatz zu damals, wo das Problem immer ein zu wenig an Informationen war, leben wir heute in Zeiten, wo wir zu viel Information haben. Und dementsprechend ist da nicht ein Monopol, was man ins Wanken bringen kann. Ne? Auf der anderen Seite haben wir damit heute tagtäglich zu tun. Ich finde es immer so ein bisschen irreführend, wenn man jetzt von Fake News spricht, ja, weil das hat eigentlich mit unserem Thema gar nicht so viel zu tun. Also Fake News ist ja eine bewusst fingierte, falsche Nachricht, die man einsetzt, um Menschen zu manipulieren. In dem Fall hat jemand Hitler-Tagebücher gefälscht, um daraus Profit zu schlagen. Das ist was völlig anderes. Trotzdem macht man sich natürlich was vor, wenn man immer davon ausgeht, alles, was man in der Zeitung liest, stimmt. Ich bin jetzt weit entfernt von Verschwörungstheorien, aber mich hat es schon immer irritiert, wenn man sagt, ja, in Nordkorea wird die Presse manipuliert. Wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir natürlich auch stark von Nachrichten manipuliert sind, weil wir immer davon ausgehen, das, was wir in der Zeitung lesen,
entspricht der Wahrheit oder hat sich tatsächlich so zugetragen. Wasserdichte Geschichten, keine Klagen, keine Gegendarstellungen. Deshalb freuen wir uns auf 25 weitere Jahre mit Deutschlands erfolgreichstem Reporter Gerd Heidemann. Ich glaube, dass der Kujau handwerklich sehr begabt war und dass er einfach ein guter Maler war. Ja, und er war so von der charakterlich, das macht ja Moritz Bleibtreu auch großartig, sehr unterhaltend war und sehr, also dass die Begabung vor allem darin lag, in seiner Überzeugungsfähigkeit und wie virtuos er ja seine Lügen verkauft hat. Und das hatte ja schon was sehr Kunstvolles. Also die Art, wie der lügt, hat ja eine gewisse, das hat ja fast was Genialisches. Das ist definitiv wie meine Figur, also wie Kujau in dem Film sagt, das ist ein Kunstfälschen, ist Kunst, definitiv. Also es ist nur so, glaube ich, dass der Kujau so ein bisschen an dem vorbeigelaufen ist, was die Kunst gerade in der bildenden Kunst im Kern ausmacht. Ne? Und das ist natürlich immer auch ein Drang nach Ausdruck und eine Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? So das, was Leidenschaft im Umgang damit. Ne? Und ich glaube, dafür war er ein bisschen zu faul, hatte aber gleichzeitig die Begabung, all diese großen Meister imitieren zu können. Deswegen könnte man vielleicht sagen, das fällt in die Schublade Kunsthandwerk mehr als Kunst, ne? Aber die Begabung, die ist natürlich nicht zu verleugnen. Ne? Also für mich ist das definitiv ein Künstler gewesen. Das ist ein Hitler-Tagebuch. War gefälscht es? Nee. Der Hitler war gerade Gassi mit seinem Hund und als die Blonde über uns in den Garten geschissen hat, hat der alles bei mir auf den Tisch gelegt.